Jörg, du bist Ausstattungsleiter hier im Opernhaus. Kannst du kurz erzählen, was dabei deine Aufgaben sind? Als Ausstattungsleiter betrachte ich mich eigentlich als Mittler zwischen Kunst und Technik. Auf der einen Seite steht meine Aufgabe darin, den Technikern zu erklären, was die Künstler wollen und ihnen auch begreiflich zu machen, wie wichtig das ist, Kunst herzustellen. Und auf der anderen Seite muss ich den Künstlern dann wiederum sagen, was die Technik alles nicht leisten kann. Wir versuchen, Newton zu widerlegen, aber nicht immer gelingt uns das. Im Großen und Ganzen hat es aber auch sehr viel mit Zeit und Kosten zu tun, mit Zeitplanung, Kostenplanung, um die Produktion vom Opernhaus auch am Laufen zu halten. So eine Produktion hat ja immer wahnsinnig viel Vorlauf. Deswegen würde mich interessieren, wann haben denn die Vorbereitungen für die Produktion Fliegender Holländer angefangen? Und was waren die ersten Aufgaben, die ihr angegangen seid? Es ist ein Jahr, es ist ein gutes Jahr vor der Premiere, vor Premierendatum, als der Bühnenbildner, der Wolfgang Gussmann, das erste Mal zu uns kam und von seinen Ideen für diese Produktion berichtet hat. Und die ersten Arbeiten sind dann natürlich zu schauen, passt so ein Entwurf eigentlich wirklich ins Opernhaus? Welche Schwierigkeiten bringt so ein Entwurf mit sich? Ist er so groß, dass wir ihn handhaben können? Oder ist er zu groß, dass wir ihn eben nicht mehr handhaben können? Und da geht es das dann darum, einfach in der Diskussion mit dem Bühnenbildner Realisierungsmöglichkeiten zu finden, so dass eine Produktion wie der Fliegende Holländer zeit- und kostengerecht hergestellt werden kann und dann eben zum Endtermin auf der Bühne steht, 3 Wochen vor der Premiere, das erste Mal probiert werden kann. Von dem, was ich jetzt von der Produktion schon mitbekommen habe, ist es ein sehr anspruchsvolles Bühnenbild mit Hydraulik und mit Drehscheibe und so weiter. Das klingt danach, als hättet ihr jetzt sehr viel von dem umsetzen können, was Herr Gussmann sich dort vorgestellt hat. Das ist so. Das ist so. Und das ist nicht nur beim Fliegenden Holländer so. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, möglichst das umzusetzen, was die Künstler wollen. Gerade der Fliegende Holländer, das, was wir dort beim allerersten Mal gemacht haben und so auf der Bühne im Opernhaus noch nicht realisiert haben, ist, dass sich nämlich die Drehscheibe unter stehenden Wänden hinwegdrehen kann. Es gibt ganz, ganz spannende optische Eindrücke und dazu kommt die hydraulischen Antriebe, die es ermöglichen, die Seitenwände unmerklich langsam und ruckfrei auf die Bühne zu bewegen. Dazu kommt ja noch, dass wir dann mit dem Video, den Videoinstallationen, die wir dort da drin haben, ganz, ganz spannende Effekte bieten können. Und vielleicht kannst du nochmal auf den Arbeitsprozess zurückkommen. Also, sagt, nachdem die ersten Arbeiten anfangen, das ist etwa ein Jahr im Voraus. Und wie sieht dann so der weitere Arbeitsprozess aus, jetzt von diesem ersten Moment bis dann hier tatsächlich die Proben beginnen? So eine normale Theaterproduktionsphase, wie auch beim Fliegenden Holländer, sieht so aus, dass wenn man einen Konsens mit dem Bühnenbildner gefunden hat, das heißt Konsens über ja, es ist so realisierbar, dass dann tatsächlich technische Zeichnungen angefertigt werden. Ausgehend von Grundrissen und Schnittzeichnungen, dann aber auch detaillierte Werkpläne zur Herstellung der Dekoration. Und da braucht es Pläne für den Holzbau, es braucht Pläne für den Stahlbau, es braucht Pläne für Maschinerien, für Mechaniken und teilweise auch statische und dynamische Nachrechnungen und Kontrollrechnungen. Ist das überhaupt möglich? Ist das von den Kräften ausreichend dimensioniert? Und diese Arbeiten ziehen sich relativ lange hin, bis dann die Arbeit tatsächlich in die Werkstätten gehen kann und an diesen Dekorationsteilen gebaut werden kann. Wann war das ungefähr? Das hat sich wirklich über eine längere Zeit hingezogen. Wir haben bei der Menge an Produktionen, die wir hier im Opernhaus machen, nicht immer die Möglichkeit, alles im Hause zu machen, müssen also auch auf externe Hilfe zurückgreifen. Und die ersten Aufträge nach extern wurden vor einem halben Jahr vergeben.
Und die wirklich Hochzeit und die anstrengendste Zeit für diese Produktion waren die letzten 4 Wochen vor der ersten technischen Einrichtung, also 7 Wochen vor der Premiere.